Der Staat New York war einmal ein weites und wegen seiner Bodenschätze, seiner Büffelherden und seiner Fruchtbarkeit sehr begehrtes Land. Hier hat sich eines der blutigsten Kapitel in der amerikanischen Geschichte abgespielt. Die Stämme der Huronen, der Mingos, die Irokesen, die Delawaren und die Mohikaner wurden vernichtet. Am Rande dieses gnadenlosen Kampfes aber lebte die Freundschaft zwischen dem Mohikaner-Häuptling Chingachgook und seinem weißen Blutsbruder Wildtöter. James Fenimore Cooper hat sie in einem weltberühmten Buch beschrieben. Er nannte es Lederstrumpf. Das ist die Grenze zwischen den Jagdgründen der Huronen und der Delawaren. Die Delawaren hatten mit den Weißen einen Vertrag geschlossen. Im Gegensatz zu den Huronen hatten sie ihnen das Betreten ihres Territoriums erlaubt. Dennoch begegneten sie den Weißen mit Misstrauen. Aus gutem Grund. Das müssen Huronen sein. Bleiben wir auf der Seite. Was können die mit ihren Speeren gegen uns ausrichten? Eine ganze Menge, wenn sie Verstärkung holen. Was habe ich gesagt? Nichts wie weg! Hey! Die Abenteurer respektierten die Rechte der primitiv bewaffneten Eingeborenen nicht lange. Verflucht, Huronen! Bestraften die Eindringlinge, wie ihr Gesetz es befahl. Sie töteten sie und sie skalpierten sie. Aber trotz aller Schrecken, trotz zu Tode gemarterter, trotz skalpierter Weißer, war der Sturm auf das neue Land nicht mehr aufzuhalten. Schon zogen die ersten Siedler in das Territorium der Irokesen, der Delawaren, der Mohikaner. Wie konnten die Indianer sich ihrer erwehren? Geweih!
aufzubrechen! Die wenigen Siedler, die ein rettendes Fort erreichten, berichteten entsetzt, dass die Wilden nicht davor zurückgeschreckt hätten, ihre getöteten Brüder und Schwestern zu skalpieren. Alarm! Alarm! Im Norden des Staates New York, der an Kanada grenzt, im Lande der Mingos, die mit allen anderen Stämmen schon seit jeher in Kriege verwickelt waren, hatte man von den blutigen Auseinandersetzungen zwischen den Indianern und den Weißen im Süden noch nichts gespürt. Bis zu diesem Tag. Wenn du nicht gekommen wärst. Ein Mingo. Ja. Sie sind Teufel. Er ist in voller Kriegsbemalung. Er hat sich ja etwas auskundschaften sollen. Aber die Mingos leben doch viel weiter oben im Norden. Was suchen sie in dieser Einsamkeit? Weißt du, auf wen sie es abgesehen haben? Niemand kann die Pläne der Mingos durchschauen, aber dort, wo sie auftauchen, fließt Blut. Das ist ihr Kriegsruf. Kriegt ihr so leicht nicht, ihr räudigen Hunde! Verlaus, Ratten!
Was mischt ihr euch in meine Angelegenheiten? Ich wäre mit diesen stinkenden Kojoten genauso gut allein fertig geworden. Da bin ich nicht so sicher. Der, den wir getötet haben, wollte sie von hinten erschlagen. Wenn das so gewesen ist, dann schönen Dank. Wer seid ihr beide? Die Mohikaner nennen mich Wildtöter. Sag bloß, dass du mit diesen Verbrechern gemeinsame Sache machst. Die Mohikaner sind keine Verbrecher. Als Banditen meine Eltern umgebracht haben, haben sie mich aufgenommen. Ohne sie wäre ich nicht mehr am Leben. Ich hab dich nicht kränken wollen. Ich heiße Harry March. Ich bin Fellhändler. Und das ist Chingachgook, der Häuptling der Mohikaner. Ah ja. Warum haben die Mingos dich verfolgt? Hattest du Streit mit ihnen? Die Mingos ziehen ihrem besten Freund die Kopfhaut ab. Aber da sie flussabwärts sind, wollen sie sicher zum Glimmersee. Das wäre schlimm. Wieso wäre das schlimm? Da ist keine Siedlung. Aber trotzdem leben zwei weiße Frauen da. Weiße Frauen? Ich hab nie gewusst, dass es dort Weiße gibt. Sie leben seit ein paar Jahren mit ihrem Vater dort. Ich muss versuchen, sie noch rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Die Mingos werden den Fluss blockieren. Es gibt bestimmt noch Wege über die Berge. Es wäre schön, wenn ihr mitkommen würdet, dann könnt ihr sie mir zeigen. Es wird richtig sein, wenn wir mitgehen. Ich sage meinem Stamm Bescheid. Er ist in ein paar Minuten wieder zurück. Chingachgook, endlich! Die Mohikaner werden ein paar Tage allein sein. Ich werde den Fluss hinabgehen. Wir haben Mingos gesehen. Was ist, wenn sie angreifen? Sie sind nach dem Süden. Ich lasse sie nicht aus den Augen. Du machst sicher gute Geschäfte. Ich bin zufrieden. Das nasse Schießpulver da kannst du wegwerfen. Mit dem kann niemand mehr was anfangen. Ach was, das wird wieder trocken. Was machen die Weißen am See? Sie essen und trinken. Und? Der Alte stellt Fallen, ich kaufe ihm die Felle ab. Was für Felle? Das wirst du schon sehen. Kann man diesem Halunken trauen? Dieser Halunke ist mein Blutsbruder. Da habe ich mich ja ganz schön verhauen. Ich rede öfter mal Sachen, über die sich andere Leute ärgern. Aber meistens meine ich es gar nicht so. Warum geht's nicht weiter? Denk an die Mingos. Wenn sie vor uns sind, haben sie bestimmt Posten am Fluss stehen. Die schießen uns ab. Sie können noch durch den Wald weiter sein. Ich will sicher gehen. Du musst ja wissen. Wir laden aus. Dann sind wir schneller, wenn wir fliehen müssen. Handelst doch mit Sachen, für die gar keine Verwendung hat, was? Mein Prinzip ist, dass jeder das kriegt, was er haben will. Was will hier einer mit Bärenfallen anfangen? Hier gibt's doch gar keine Bären. Das musst du den fragen, der sie bei mir bestellt hat. Vielleicht sagt das dir. Zu viel Fragen verderben das Geschäft. Was soll das? Das ist das typische Rauchzeichen der Mingos. Das heißt, die Luft ist rein, nachkommen. Wie weit ist es noch bis zu den Weißen? Eine halbe Stunde, wenn wir uns anstrengen. Ich werde zu Fuß weitergehen. Da kann ich euch warnen, wenn ich auf Mingos stoße. All right. Das ist herrlich warm. Schwimm doch auch ein bisschen. Wir haben noch Zeit. Bleiben Sie stehen. Was haben Sie hier zu suchen? Man nennt mich Wildtöter. Ich will zu eurem Vater. Die Mingos kommen. Ich hoffe, ihr wisst, was das heißt. Das ist nicht wahr. Die Mingos haben ihre Jagdgründe im Norden, am Lorenzstrom. Vielleicht sind die Weißen in ihr Gebiet eingedrungen und jetzt machen die Mingos Jagd auf sie. Werfen Sie Ihr Gewehr weg.
Drehen Sie sich um. Und jetzt laufen Sie, bis ich Sie nicht mehr sehe. Oder ich schieße. Sie sind unvernünftig. Sie stellen sich an, als ob Sie keinen Verstand im Kopf hätten. Ich bin nur hierher gekommen, um Ihnen... Was ist denn jetzt auf einmal? Hallo! Harry! Sekunde, Baby! Ich lege an! Judith! Du hättest mir sagen können, dass du hier deine Braut hast. Jetzt hast du es ja auch so gemerkt. Was ist? Gefällt sie dir? Sie ist nett. Frauen sind ja Mangelware. Vergiss nicht, Judith ist schon vergeben. Das habe ich eben bemerkt. Kannst du dir vorstellen, dass die beiden Schwestern sind? Ich habe noch nie zwei so ungleiche Küken in einem Nest gesehen. Du etwa? Ich glaube nicht. Hetty redet kaum ein Wort und Judith plappert den ganzen Tag. Das ist aber genug. Du weißt, wie schnell sie beleidigt ist. Aber die Wälder kennt sie wie eine Rothaut. Sie kann Spuren lesen. Sie schießt wie ein Mann. Du übertreibst. Ja, sie ist sehr tapfer. Das habe ich vorhin gemerkt. Und jetzt fahren wir zu ihrem Vater. Er heißt Tom Hatter. Er soll mal Seeräuber gewesen sein. Ein interessanter Mann. Ein interessanter Mann mit ein paar kleinen Fehlern. Zum Beispiel hasst er die Rothäute wie die Pest. Am liebsten sieht er sie als Leichen. Fahrt voraus. Der Alte ist furchtbar misstrauisch. Wenn er Fremde sieht, denkt er vielleicht, die wollen ihm an den Kragen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Wie ist Tom Hatter auf die Idee gekommen? Als alter Seefahrer hat er sich an Land nie wohl gefühlt. Ich finde das Ding ganz praktisch. Aber er muss immer über das Wasser. Eben. Und die verdammten Rothäute müssten das auch. Er rührt sich nicht. Vielleicht legt er gerade Fallen aus. Das wäre denkbar. Jede Wette, er ist da und hat uns die ganze Zeit beobachtet. Tom, ich bin's, Harry March. Ich habe ein paar Freunde mitgebracht. Warum muss das jedes Mal so spannend machen? Was will die verdammte Rothaut hier, wenn der Kerl nicht sofort verschwindet? Vorheilig, das sind Mohikaner, die sind friedlich. Egal, von welchem Stamm er ist, für mich sind sie alle Verbrecher. Du wirst diese Meinung noch ändern. Ich habe Wildtöter und ihn mitgebracht, weil die beiden mir sehr gut helfen können. Wildtöter? Den Namen habe ich schon mal gehört. Das kann ich mir nicht denken. Ich bin auch nie am Glimmersee gewesen. Das bedeutet gar nichts. Sein Jagdgebiet, das geht nämlich... Du redest mal wieder zu viel. Das geht nur mich was an. Was wollt ihr eigentlich hier? Die Mingos sind hierher unterwegs. Es sind sehr viele und Sie sind allein. Ich habe mich auf dem Weg hierher schon mit einigen rumprügeln müssen. Harry! Es besteht kein Grund zur Aufregung. Ich bringe euch rechtzeitig weg. Meine Töchter bleiben bei mir. Wenn du noch einmal solchen Unsinn redest, sind wir geschieden. Du kannst die Mädels nicht hier lassen, das glatter Morgen. Wenn ihr euch noch lange streitet, sind die Mingos hier. Sie sollen ruhig kommen. Dann brauche ich ihnen wenigstens nicht nachzulaufen. Der weiße Mann sollte seine Meinung ändern. Ich werde hinüberrudern und aufpassen. Hier. Du hast recht, Chingachgook. Sobald du etwas Verdächtiges bemerkst, gibst du das übliche Zeichen. Wenn du zurückkommst, gib dich rechtzeitig zu erkennen, sonst hätte ich Tom Hatter für einen Mingo. Ist das nicht schön, Hetty? Oh, Harry, du bist der beste Mann auf der Welt. Das ist die allerneueste Mode. Wenn du erstmal mit mir in der Stadt lebst, bekommst du noch mehr. Für dich habe ich auch was, Hetty. Na, was sagst du? Du bist doch mehr für was Praktisches. Gefällt dir das? Das ist nett von dir, Harry. Halt dich nicht mit dem Plunder auf. Hast du meine Sachen mitgebracht? Alles wie bestellt. Du hast mir doch sicher viel zu erzählen. Gleich. Ach, Harry, du solltest versuchen, Tom Hatter umzustimmen. Sie müssen von hier Natürlich. Weg. Lädst du das Kanu für mich aus? Die nächste Stunde prüft er erst mal, ob ich auch alles richtig geliefert habe. Ich rede schon so lange mal mit meinem Mädchen. Thank you.
Weiter im Süden waren die Auseinandersetzungen zwischen den Indianern und den Weißen längst zu regelrechten Kriegen geworden. Nur zu gern ordneten die Kommandanten der Forts bei den kleinsten Übergriffen der Indianer Strafexpeditionen an. Es gab nur wenige verantwortungsbewusste Männer, die sich damals über das sinnlose Massenmorden Gedanken machten. Meine Herren, wenn wir hier zusammenkommen, um die schwebenden Fragen zu erörtern, so ist es doch nur recht und billig, wenn wir uns auch mit der Frage des weiteren Schicksals der Urbevölkerung beschäftigen. Die Regierung hat unbestreitbar eine gewisse Verantwortung für die Indianer, denn die Plänkeleien zwischen den Rothäuten und Bleichgesichtern, wie sie uns abfällig nennen, können ja nicht bis ins Endlose weitergehen. Ich halte es für richtig, wenn diesen Indianern endlich einmal ein Exempel statuiert würde. Was versprechen Sie sich davon? Es gäbe nur neues Blutvergießen. Ich hoffe, der Gouverneur fällt eine bessere Entscheidung. Die Entscheidung des Gouverneurs, die wenige Tage später in den Siedlungen bekannt gemacht wurde, sah allerdings ganz anders aus. Werden Sie rausschmeißen und Schluss. Das wäre nicht gerecht. $100 Prämie pro Indianerskalb? Prost Mahlzeit. Die Indianer reagierten auf diese offensichtliche Aufforderung zur Vernichtung ihrer Stämme auf ihre Weise. Hey, warum laufen die Männer alle weg? Gibt's wieder eine Schießerei? Um Himmels Willen, weg vom Fenster! Geht an den Mann! Ich verstehe deine Gedanken. Aber Chingachgook wird wiederkommen.
Würdest du mir alles hier zeigen? Wozu? Es ist besser, man kennt sich hier aus, wenn die Mingos kommen. Führst du mich herum? Fragen Sie das Judith. Sie sieht's nicht gern, wenn ich was Eigenmächtiges mache. Nicht, Harry. Du machst es dir zu leicht. Was hast du auf einmal? Sie ist im Moment sehr beschäftigt. Kommen Sie. Wenn du mich wirklich so lieb hättest, wie du immer sagst, dann hättest du mich längst in den Süden mitgenommen. Wohin sollen wir denn jetzt noch fliehen, wenn die Mingos wirklich angreifen? Es besteht kein Grund zur Aufregung. Wildhüter wird uns raushelfen. Du machst deine Rechnung ohne meinen Vater. Er wird die Biberburg nie aufgeben und er lässt uns nie vor. Er hat seine Meinung schon so oft geändert. Warten wir ab, bis die Mingos anfangen, ernst zu machen. Was ist unter der Falltür? Darunter ist Vaters Kammer. Wenn uns die Indianer angreifen, kann er hier rauf, ohne von außen gesehen zu werden. Und wenn er erstmal hier oben ist, kann er jeden Angriff abwehren. Seine Feinde müssen übers Wasser, wenn sie zu ihm wollen, aber auf dem Wasser sind sie schutzlos. Wieso rechnet er überhaupt mit Feinden? Er ist in allem übervorsichtig und jetzt wird man sehen, wie richtig das war. Ihr unterschätzt die Mingos. Es ist vernünftig, dass Harry dich und Judith nach Süden in die Stadt bringen will. Ich möchte nicht mit in die Stadt gehen. Ich fühle mich da nicht wohl. Harry und Judith haben schon recht mit dem, was sie über mich sagen. Was sagen sie denn? Dass ich so ganz anders wäre. Dass mein Kopf krank ist. Hedy! Richtig gehandelt. Es war damals richtig und es ist heute richtig. Und trotzdem werde ich das Geheimnis für mich behalten. Ich werde es hüten wie meinen Augapfel. Willst du es unbedingt so weit kommen lassen? Du legst es ja geradezu darauf an, dass Judith von den Mingos kalbiert wird. Hältst du das für richtig? Solange ich lebe, wird Judith nichts geschehen. Und Hedy kämpft wie ein Mann. Du nimmst es zu leicht. Was nützt dir deine Kanone, wenn die Mingos dich aushungern? Du bist naiv. Der Korb hängt unterm Floß. Die Fische hüpfen jeden Tag von ganz alleine hinein. Bitte, du kannst ja hierbleiben, wenn du unbedingt willst. Aber wenn du noch ein bisschen Verstand hast, wirst du Judith mit mir gehen lassen. Im Süden ist es mit den Indianern schlimmer als hier. Aber ich weiß schon, du willst ja mit ihr ein paar schöne Tage machen. Und wenn du sie satt hast, was dann? Das ist nicht wahr. Harry hat mir gesagt, dass er mich heiraten will. Stimmt's, Harry? Natürlich habe ich das gesagt. Aber selbst wenn die Mingos nicht angreifen, soll Judith bei dir etwa alt und grau werden? Das kann kein Mensch verantworten. Hedy ist hier immer glücklich gewesen, also wird sich Judith auch wohlfühlen können. Du immer mit deiner Hedy. Die kannst du doch nicht als Maßstab nehmen. Die ist doch ein bisschen... Und was ist, wenn dir mal was passiert? Ich will hier nicht sitzen, bis es zu spät ist. Das kannst du nicht verlangen. Ich möchte was von meiner Jugend haben. Das ist aber genug. Ich will nichts mehr hören. Ich brauche dringend frische Luft.
glaube, ich gehe lieber. Wenn Vater uns so zusammen sieht, dann... Wenn er auch nur eine Silbe sagt, werfe ich ihn auf der Stelle in den See. Oh, bitte nicht, Harry. Dass du aber auch nie ernst zu nehmen bist. Hast du eine Kraft? Es muss schön sein, von einem starken Mann beschützt zu werden. Wenn einer versuchen sollte, dich mir wegzunehmen, breche ich ihm mit bloßen Händen das Genick. Schlaf gut, Harry. Du merkst wohl nie, wenn du störst, hm? Hier gibt es so einiges, das gefällt mir nicht. Was? Was ist mit Tom Hutter los? Er benimmt sich doch sehr merkwürdig, oder? Er wird alt und da werden manche Leute wunderlich. Ich kenne ihn eigentlich nur so und ich mache schon lange Geschäfte mit ihm. Was sind das für Geschäfte? Das Übliche. Ich übernehme seine Fälle und versuche sie für ihn zu verkaufen. Und auf dem Rückweg bringe ich ihm mit, was er braucht. Was für Fälle verkaufst du denn für ihn? Ich frage, weil ich hier gar keine Fälle sehe. Die müssen doch trocknen. Er kann im Moment gar keine haben. Die Fangzeit fängt ja gerade erst an. Das stimmt. Und sonst? Sonst nimmt er alles mit, was er kriegt. Und was fängt er in seinen Bärenfallen? Ich habe hier weit und breit noch keinen Bären gesehen. Das ist kein Wunder, du bist ja das erste Mal hier. Hoffentlich hast du recht. Was hat Tom Hutter in dieser Kiste versteckt? Warum fragst du mich? Ist das meine Kiste? Wenn du weiter so fragst, kündige ich dir die Freundschaft. Das wäre sehr dumm von dir. Du vergisst, dass du uns mitgenommen hast, weil du jemanden brauchst, der euch über die Berge führen kann. Entschuldige. Ich weiß bloß, dass er in der Kiste einen Beutel Goldstücke hat und eine Bibel. Ich wollte ihn sowieso bitten, mir meinen Anteil herauszugeben. Vielleicht sehe ich bei der Gelegenheit, was er sonst noch drin hat. Noch eine letzte Frage. Und die wäre? Warum hat er sein Haus mitten auf dem See gebaut? Er muss in ständiger Angst leben. Wovor? Ruhe, ich will schlafen. Ich werde das auch so herausbekommen. Chingachgook war der Fährte der Mingos gefolgt. Er hatte sehr schnell herausgefunden, dass sie sich mit den Stämmen im Süden gegen die Weißen verbünden wollten. Auf dem Rückweg zur Biberburg machte er noch eine Entdeckung. Es waren noch mehr Mingos an den See gekommen. Es müssen viele sein und sie sind siegessicher. Kann man das an einem gefundenen Mokassin erkennen? Kein Indianer wirft etwas weg, wenn er auf dem Kriegspfad ist. Der vergräbt alles, es sei denn, er weiß, er ist der Überlegene. Dann wird es höchste Zeit, dass wir abhauen, wenn wir durchkommen wollen. Aber was wird aus meinem Vater? Er kann ja mitkommen, wenn er will. Einen Moment. Wir können erst aufbrechen, wenn es dunkel geworden ist. Wir wissen ja nicht, wo sie sind. Also versucht ihr rauszukriegen, wo sie sind. Ich helfe schon packen. Alright. Und mach Tom klar, dass es ein sicherer Tod ist, wenn er hier bleibt. Kommst du auf die Idee, die Mädels einzuschließen? Das ist doch verrückt. Ich wollte nur verhindern, dass du meine Abwesenheit benutzt, um mit ihnen zu verschwinden. Wo willst du hin? Ich möchte die günstige Gelegenheit benutzen und ein paar Fallen auslegen. Und du wirst mitkommen. Nein, du kannst von mir nicht alles verlangen. Was du nicht sagst. Zwing mich nicht, dass ich mich nicht nach einem anderen Geschäftspartner umsehe. Nimm das und steig ein. Ich kann ein Vater nur so wenig Verständnis für seine Kinder haben. Alles muss er mir zerstören. Vielleicht verstehen wir ihn bloß nicht, denn es wird noch alles gut. Du hast immer für alles eine Entschuldigung und du findest dich immer mit allem ab. Aber für mich ist das ein Gefängnis. Ein Gefängnis, das ich beim besten Willen nicht mehr ertrage. Aber es ist doch alles gut, wenn du erst Harrys Frau bist. Ich weiß nicht. Ein Mann, der eine Frau wirklich liebt, kämpft um sie. Was hätte ihn daran gehindert, mich auch gegen Vaters Willen einfach mitzunehmen? Vielleicht kann er das nicht. Vielleicht weiß Vater etwas von Harry und jetzt hat Harry Angst, dass Vater ihn verrät. Was könnte das sein? Tja, was es ist, das weiß ich auch nicht. Aber dass es was ganz Bestimmtes sein muss, das fühle ich. Du bist sehr unvorsichtig. Es ist damit zu rechnen, dass Wildtöter und der Mohikaner hier vorbeikommen. Wenn die blindlings in eine Falle tappen, dann ist das ihre Sache. Los.
Sie wollen tatsächlich Tom angreifen? Aus welchem Grund? Was hat er Ihnen getan? Das werde ich ganz bestimmt noch herausfinden. Chalayadai! Die Mingos fühlen sich sehr sicher. Das werden sie bereuen. Du kannst gehen. Warte im Boot auf mich. Hast du nicht verstanden? Scher dich weg. Was für Narren. So weit tragen ihre Gewehre nicht. Ist schade um das Pulver. Sie werden näher kommen. Hoffentlich. Sie werden ihre helle Freude haben. Ach.
gehst sehr leichtsinnig mit deinen Fallen um. Beinahe hättest du Shingaku getötet. Wenn er Hedy nicht bald in Ruhe lässt, bringe ich ihn sowieso um. Ich glaube, sie hilft ihm gern. Diese Verrückte. Bis jetzt habe ich alles ihrem Schwachsinn zugute gehalten. Hedy ist nicht schwachsinnig. Sie ist nur ein Mensch, der schwer Kontakt bekommt. Das würdest du längst gemerkt haben, wenn du ein guter Vater wärst. Was erlaubst du dir? Der Kerl soll nur vorsichtig sein. Wenn der so weitermacht, geht's ihm wie den Mingos. Ich weiß, weshalb die Mingos dich vernichten wollen. Weshalb? Ich habe gesehen, was du vorhin gemacht hast. Du hast dich skalpiert. Und wie viele Weiße sind von den Indianern skalpiert worden? Haben wir etwa angefangen? Wenn man Gleiches mit Gleichem vergilt, geht man zugrunde. Übertreib nicht. Du hast ja bisher mit ihm ein ganz gutes Geschäft gemacht. Was soll das heißen? Ihr handelt nicht mit Fellen. Ihr handelt mit Skalps. Du hast so lange bei den Wilden gelebt, mein Junge. Das ist dir nicht gut bekommen. Mach auf, ich muss mit dir reden. Scher dich weg, du bringst uns nur Unglück. Wo ist deine Schwester? Wo ist Harry? Sie sind draußen, sie packen das Nötigste ein. Pack deine Sachen auch zusammen. Solange es dunkel ist, kommen wir leicht weg. Ich bleib hier. Ich lasse meinen Vater nicht allein. Ich werde dafür sorgen, dass er auch mitkommt. Da kennen Sie ihn schlecht. Er lässt sich nicht zwingen. Er wird vernünftig werden. Pack deine Sachen. Wo ist Hedy? Bald geht die Sonne auf. Hedy ist gleich soweit, aber wir müssen noch mal mit Tom reden. Da ist nichts mehr zu reden. Die Großmäuler ziehen es vor, zu fliehen. Das ist das Vernünftigste. Ihr könnt ja ausreißen, aber meine Töchter bleiben hier. Du bist ein Querkopf. Du kannst dich hier nicht lange halten. Wenn du sie nicht gehen lässt, wirst du zu ihrem Mörder. Ich weiß, was ich tue. Den Mädchen wird nichts passieren. Die Mingos haben meine Kanone zu schmecken bekommen. Die wagen sich nicht mehr her. Diesmal irrst du dich. Sie werden so lange angreifen, bis sie etwas Bestimmtes wiederhaben. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Du weißt es sehr gut. Soll ich sagen, was sie von dir wollen? Soll ich es vor deinen Töchtern aussprechen? Kehr dich weg! Wenn du nicht sofort verschwindest, jage ich dir eine Kugel in den Bauch. Vater! Verflucht! Die Mädchen, Harry und Shingaku ins Haus! Kugel, lass ihn näher kommen. Ja.
mir nachladen. Pulver von Harry. Ich hatte ihm gesagt, es ist unbrauchbar. Luke! Ich denk nicht dran, entweder er oder wir. Also,